Erster Teil der Tour, St. Louis Trail. Radfahrstreifen in der South King Street. Hier links beim Wasserwerk ist das übers Maul heben am Ende des Trails. St. Louis Heights. Immer wieder müssen die Freileitungen repariert werden. War Ahela Ridge Erholungsgebiet.
Links abbiegen zu den Rastplätzen und den Trailstart. Rechts geht's zum Abstecher Brevere Rock Mini Trail. Gerade war ein Hilo Mountainbike Trail. Aussichtssingel leicht rechts der Standardroute.
beim Schild Government Property, No Trespassing und der mit Steinen angedeuteten Kurve nach rechts abbiegen. Variante leicht rechts des Standardweges mit einer Serpentine. Hier erreichen wir wieder den Standardweg. Variante, gerade steil zur Straße. Nochmal gerade. Oder rechts den verblockten Trail nehmen. Straße des Wasserwerks. Am Straßenende mit einem hohen Gatter kam rechts das Rad über ein Mäuerl heben. Zweiter Teil der Tour. Tantalusrunde. Makiki Heizdreif.
Der Tantalus streift durch wunderschöne Wälder. Riesiger Baum mit Luftwurzeln. Kurve mit toller Aussicht auf die Bäume. Gerade Straße auf den Tantalus. Am Parkplatz am höchsten Punkt kann man auch das Rad abstellen und auf den Tantalus wandern. Abfahrt mit Abstecher zum Tantalus Lookout.